Meine Rolle am Anfang wird es sein, Ihnen einige Informationen zur App und zur Abstimmung zu geben. Und wir werden dann nach meinem einführenden Statement stärker in die inhaltliche Debatte kommen. Dafür haben wir unter anderem den städtischen Verkehrsplaner Herrn Sarkoli hier. Kleiner Begrüßungsapplaus. Und daran anschließend, die stelle ich dann aber noch separat vor, haben wir Pro- und Kontra-Statements zu der hier schon einleitend dargestellten Frage. Soll auf der mittleren Spur der Neckarbrücke ein Radweg eingerichtet werden? Ich begrüße außer den Bürgerinnen und Bürgern natürlich auch die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats und des Jugendgemeinderats. Ich sehe, da sind durchaus einige hier, die wollen sich offensichtlich auch ein Bild davon verschaffen, wie die Sache von Ihnen diskutiert wird. Und um nicht allzu viel Zeit zu verlieren, sehe ich mal zu, dass ich schnell durch die Präsentation komme, weil allein ich habe schon wieder, glaube ich, 22 Folien und ich will sie ja nicht über Gebühr strapazieren. Da habe ich schon ein bisschen was drüber gesagt, das Programm, die Stellungnahmen, dazu noch eine Anmerkung, wie kommt es zu diesen Stellungnahmen? Die Stellungnahmen wurden vom Gemeinderatsausschuss festgelegt. Wir haben öffentlich aufgerufen, sich zu melden, wenn man als Organisation sich für oder gegen die Frage positionieren möchte, die Ja oder Nein zur Frage sagen will. Daraufhin haben sich mehrere Organisationen beworben und der Gemeinderat hat diesen Organisationen hier ein Rederecht erteilt von jeweils 5 Minuten für ihre Stellungnahme. Und dann haben wir hoffentlich noch genügend Zeit für Fragen und Diskussionen. Einwohnerbefragungen. Um was geht es dabei? Wir haben uns ein eigenes Regelwerk gegeben. Das funktioniert also nicht, wie es hin und wieder mal zu lesen ist. Der OB hat eine blöde Idee und will da irgendeine Art von Pseudolegitimation konstruieren und dann schreibt er mal kurz eine dumme Frage auf die App und dann wird schon das rauskommen, was er möchte. So liest man das gerne auf Facebook. Sondern wir haben dafür ganz bewusst ein strenges Regelwerk erlassen, damit genau solche Probleme der direkten Demokratie nicht entstehen, weil es ist in der Tat so, Plebiszite sind stimmungsanfällig und mit falschen Fragen kann man alles ruinieren. Deswegen haben wir Sicherungen eingezogen, die da lauten, es gibt nur eine Befragung, wenn 2 Drittel des Gemeinderats das beschließen. Das also nicht irgendjemand daherkommt und sagt, lass uns mal schnelle Befragung machen. Und es gibt nur eine Frage, wenn 2 Drittel des Gemeinderats mindestens sie gebilligt haben. Sonst findet einfach nichts statt. Und dadurch sichern wir erstmal ab, dass die Fragestellung nicht tendenziös ist, sondern von allen politischen Seiten beleuchtet und dass wir nur solche Fragen stellen, bei denen wir auch wirklich was für die kommunalpolitische Debatte gewinnen. Denn das Ganze hat ja überhaupt keinen Wert, wenn mit den Antworten dann nichts angefangen werden kann. Und die Antworten sind erstmal an den Gemeinderat adressiert. Der Gemeinderat will von Ihnen wissen, wie sehen Sie diese Fragestellung, um dann im Lichte dieser Rückmeldung aus der Bevölkerung die Entscheidung, die weiterhin beim Gemeinderat liegt, besser informiert treffen zu können. Nämlich nicht einfach nur aufgrund der Grundlage, ich habe 17 Leute auf dem Marktplatz gesprochen, die haben mir das gesagt. Und so funktioniert kommunale Demokratie oft, man hat sein eigenes Umfeld, sondern eben auch aufgrund einer sehr viel breiteren Basis, nämlich aller, die so interessiert sind, dass sie dazu ein Votum abgeben wollen. Das ist der Zweck der Veranstaltung. Und zu diesen Regularien gehört auch, dass es eine solche Abendveranstaltung geben muss wie heute Abend. Sie sehen auch die Termine, auch die sind alle vom Gemeinderat festgelegt. Es ist immer eine 2-wöchige Frist und sie beginnt am 4. Februar online. Allerdings gibt es eine Ausnahme für die schriftlichen Abstimmungen. Dazu komme ich noch. Am 19. Februar werden wir die Ergebnisse schon vorliegen haben. Das ist das Schöne an diesen elektronischen Abstimmungsverfahren. Sehr kostengünstig, sehr schnell, sehr effizient. Und man muss nicht lange auszählen, sondern man hat sofort die Ergebnisse zur Verfügung. Wie geht's? Ich mache mal kurz die Zwischenfrage. Habe ich beim Neujahrsempfang schon ausprobiert. Wer von Ihnen hat die App noch nicht runtergeladen? Nicht runtergeladen? Das sind ganz wenige. Also dann muss ich es den meisten nicht erklären, aber Sie können jetzt überprüfen, ob ich die Wahrheit sage oder ob es ganz anders war, als Sie die App runtergeladen haben. Die, die es noch nicht gemacht haben, würde ich gerne noch bitten, es zu tun. Sie können also die App finden in den berühmten Stores oder mit dem QR-Code aus dem Anschreiben, das leider immer noch nicht alle erhalten haben. Da muss ich tatsächlich nochmal Abbitte leisten. Wir sind auch an der Stelle wirklich sauer, muss ich jetzt mal sagen, auf S-Mail, unsere Dienstleister. Die haben eine Woche lang jeden Tag wieder gesagt, unsere Sortiermaschine ist kaputt und morgen geht sie und sie geht halt nicht. Und deswegen hat sich die Zustellung massiv verzögert, ausgerechnet jetzt wieder, wenn wir diese wichtigen Unterlagen zustellen wollen. Das ist tatsächlich sehr ärgerlich, aber
Es wird wohl nach und nach zugestellt und soll auch rechtzeitig abgeschlossen werden. Ich hoffe wirklich, dass wir dann nicht nochmal eine Enttäuschung erleben. Also laden Sie es runter, dann können Sie, wenn Sie jetzt draufschauen, können Sie schon die aktuelle Befragung sehen. Soll auf der mittleren Spur der Neckarbrücke ein Radweg eingerichtet werden. Ich habe es in einer Minute runtergeladen gehabt und mit dem Code freigeschaltet. Ich hoffe, es ging bei Ihnen ähnlich problemlos. Ich glaube, es ist sehr auf Usability programmiert. Wir wollen es möglichst einfach machen. Und werfen Sie es auch nicht weg. Wenn Sie die App jetzt mal installiert haben, müssen Sie gar nichts mehr machen. Lassen Sie es auf dem Handy drauf. Sie sind bei jeder Abstimmung sofort wieder dabei und werden durch eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Handy informiert. Es gibt wieder eine Abstimmung. Sie verpassen also nichts. Registrierung über den QR-Code, habe ich darüber gesprochen. Am einfachsten, indem man die Kamera aus der App nutzt. Bei mir hat es funktioniert, ich hoffe bei Ihnen auch. Dann kommt dieses Ding hier und dann sind Sie also abstimmungsfähig. Ab 4. Februar geht es los. Schön wäre es, Sie würden auch die Informationen noch lesen. Sie sind natürlich jederzeit berechtigt, ohne sich zu informieren, abzustimmen. Das ist ja bei einer Bundestagswahl auch nicht anders. Niemand muss die Wahlprogramme der Parteien lesen, bevor er eine Stimme abgeben darf. Also ist man auch hier nicht gezwungen, sich zu informieren. Aber es ist nie so einfach gewesen, sich zu informieren wie hier, weil genau da, wo abgestimmt wird, auch alle Infos drauf sind. Und auch die Infos wiederum sind vom Gemeinderat gebilligt, um sicherzustellen, dass Sie da nicht in irgendeine Richtung durch die Informationen, die dort ausgeführt sind, gelenkt werden. So können Sie die Müllstraßenfrage beantworten, Frage 1 von 3, drei Fragen sind es dieses Mal. Wir haben auch die Kritik, die letzte Befragung sei etwas zu komplex und zu schwierig gewesen mit diesen Differenzierungen zwischen verschiedenen Varianten eines Bades und der Hallenfrage. Wir haben diesmal nur drei Fragen, sind, glaube ich, einfacher zu beantworten, damit es da keine Probleme gibt. Sie können also auf diesen Button klicken mit mehr Informationen und dann können Sie hier, und ich finde, das ist selbsterklärend, zu dieser Frage einen Kreis anklicken. Und da kann man auch nur einen Kreis anklicken, kann man nicht mehrere anklicken, sondern nur einen. Und dann ist die Frage beantwortet. Dann gibt es eine zweite Frage. Hier ist Mehrfachauswahl möglich. Also Sie können sagen, ich will mehr Busverkehr zum Österberg, falls das gemacht wird. Und ich will Maßnahmen zur Verringerung des Pkw-Verkehrs in der Weststadt und in Lustnau. Können aber auch alles freilassen, dann wollen Sie halt nichts davon. Also da sind Sie frei in der Auswahl. Und dann, wenn Sie die Antworten angegeben haben, werden die auch angezeigt. Also hier, bevor Sie sie dann eingeben, nochmal durchgucken. Ja, so ähnlich wie bei der Überweisung. Sie kriegen nochmal einmal alle Infos. Ist das richtige Konto und der richtige Betrag? So machen wir es auch. Und dann gibt es mit diesem Pfeilchen hier, wenn man runterzieht oder wenn man dreimal auf die Urne tippt, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es mit runterziehen nie geschafft, aber das Tippen hat immer funktioniert, einer der beiden Wege sollte gehen, können Sie dann Ihre Stimme abgeben und dann, falls Sie hier ein OK drücken, sind die eingereicht. Dann kommt dieses hier, Teilnahme erfolgreich und Sie sind fertig. Das ist nochmal der Text der aktuellen Befragung, jetzt aber auf der Internetseite, also hier. Sie können, wenn Sie wollen, auch im Internet abstimmen. Sie müssen es nicht auf dem Handy machen. Dazu müssen Sie wieder Ihren Code, den Sie zugeschickt bekommen haben, entweder eintippen, hier, oder aber Sie müssen, nee, da geht es jetzt nicht mit scannen, Sie müssen diese 40-stellige Nummer eintippen, also nicht ganz so komfortabel wie einfach nur scannen, aber geht auch. Wenn jemand sagt, ich habe kein modernes Handy, einen Internetzugang habe ich aber, oder Sie beantragen die schriftliche Teilnahme. Und das muss allerdings jetzt dann rasch passieren. Und zwar bis zum 1. Februar, 16 Uhr, muss es bei uns sein, weil wir verhindern müssen, dass jemand schriftlich und online abstimmt. Und das geht nur, wenn wir die Codes für die Online-Abstimmung dann sperren. Und dafür brauchen wir vor Beginn der Abstimmung diesen Antrag, weil wir es nachher nicht mehr rückverfolgen können. Das ist ja das Entscheidende daran, dass wir nicht wissen, wer ist. Und deswegen ist es nachher nicht mehr möglich, das dann wieder zu löschen, was Sie abgestimmt haben, weil wir es nicht mehr wissen, wer es war. Das System kennt diese Information nicht, sie ist nicht rückführbar. Also muss man das vorher klären. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, knapp 11.000 Stimmabgaben. Davon waren 600 schriftlich, also etwa 6%. Und diese 600 waren fast alles Menschen über 75, was nichts gegen Menschen über 75 sagt, sondern einfach nur sagt, bis zum Alter von 75 sind Smartphone heute Standard
Und man muss auch nicht annehmen, dass jemand, der 60 Jahre oder 70 Jahre alt ist, kein Smartphone hat oder kein Smartphone benutzen kann, einfach weil es nicht mehr so ist. Ja, und wenn Sie hier so um sich schauen, dann werden Sie wahrscheinlich noch Leute finden, die das bestätigen, dass sie über 60 sind und Smartphones bedienen können. Das ist einfach vorbei, die Zeit, als das nicht möglich war. Und für die, die es wirklich schriftlich wollen, aus welchem Grund auch immer, bieten wir es ja an. Aber dieser entscheidende Vorteil, dass wir es schnell und günstig machen können, der kommt halt durch die App zustande, für Sie als Nutzer, aber für uns als Stadtverwaltung. Nur nochmal, was macht normale schriftliche Abstimmungen so teuer? Wir brauchen 700 Ehrenamtliche, um den ganzen Tag die Wahlkabinen zu besetzen. 700 Leute müssen das machen. Sonst gibt es keine schriftliche Abstimmung. Und so haben wir das mit, weiß es nicht, 0,2 Arbeitskräfte in der Stadtverwaltung, das Gleiche. Nämlich, dass jeder abstimmen kann, immer nur eine Stimme hat und dass es anonym bleibt, das Gleiche gewährleistet. Das ist für mich Digitalisierung mit einem riesen Effizienzfortschritt für Sie und für uns. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum da immer noch so viel rumgemäkelt wird. Also man kann an allem rummäkeln, aber was da jetzt wieder so schlimm sein soll, erschließt sich mir wirklich nicht. Die Fragestellung, die möglichen Antworten. Nochmal die Fragestellung, die möglichen Antworten. Sie können auch anklicken, keine der Maßnahmen, damit Sie das deutlich gemacht haben. Und es weitergeht auf die nächste Folie. Und die dritte Frage und die möglichen Antworten. Nochmal, die Fragen sind alle vom Gemeinderat so beschlossen, die Informationstexte vom Gemeinderat so gebilligt. Zur App haben wir auch wissenschaftliche Begleitung. Die Universität Hildesheim hat nach der letzten Befragung per App dann wiederum 1500 ausgewählte Personen angeschrieben. Wir haben im Gemeinderat die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt. Das sind also Forscher, die sich mit Bürgerbeteiligungsinstrumenten in Deutschland befassen. Und die Kernaussagen, die Sie hier nachlesen können, und ich finde die sehr bemerkenswert, weil sie eigentlich alle Hoffnungen, die wir hatten, als wir das Instrument als erste Stadt in Deutschland entwickelt haben, sogar noch übertrifft. Nämlich wie folgt, 80% der Teilnehmenden, also derer, die das wirklich gemacht haben, und 50% aller Befragten, also auch der Nicht-Teilnehmenden, haben gesagt, sie sehen es als sinnvolle Ergänzung der Demokratie. Also ich meine, wenn die Nutzer zu 80% sagen, sinnvolle Ergänzung der Demokratie, ich finde, das ist schon was, wo man sagen kann, davon gibt es nicht viel. Solche Angebote haben wir leider nicht genug auf dem Markt, die die Demokratie in dieser Weise stärken. Und die Zufriedenheit der Einwohnerinnen, da sagt die Hälfte der Teilnehmenden, dass sie zufriedener sind mit ihrer lokalen Demokratie durch die App. Und deswegen sagen die Wissenschaftler, es sei ein sehr gelungenes Experiment, sowohl was Nutzerfreundlichkeit, Akzeptanz, aber auch Demokratiezufriedenheit angeht. Übrigens auch, was die Teilnahmequote angeht. Ja, da wird ja oft gesagt, ja wie, da haben nur 11.000 mitgemacht von, ich glaube, 76.000 Stimmberechtigten, das sind ja nur 15% oder so. Im Vergleich mit anderen nicht verbindlichen Beteiligungsinstrumenten sind es enorme Quoten, die sogenannten Bürgerhaushalte, die Land auf, Land ab ausprobiert wurden. Wir haben es nicht gemacht in Tübingen, haben das immer für Scheindemokratie gehalten. Die haben oft Beteiligungsquoten im Bereich von 0,3 bis 0,4%. Und damit macht man dann Bürgerhaushalte, das ist in Wahrheit Beteiligungsaristokratie. Und hier haben wir echt was gefunden, bei dem über 10.000 Leute schon beim ersten Versuch mitgemacht haben. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt beim zweiten Versuch sogar noch mehr Menschen zum Mitmachen bewegen können. 24 Folien war es. Ich bin hoffentlich schnell genug durchgekommen. Wenn Sie nicht eh schon überzeugt gewesen sind, dass die Bürger-App eine gute Sache ist, dann hoffe ich, dass Sie es jetzt sind und es vielen anderen sagen, damit die auch mitmachen, weil natürlich, wie immer, Demokratie lebt vom Mitmachen. Das gilt auch für diese Form der Beteiligung. Und damit sind wir durch meinen Part schon durch. Haben Sie eigentlich auch schon ein Mikro? Da muss ich meins Ihnen abgeben oder wie? Da steht eins. Dann versuche ich mal meins auszumachen und gebe Ihnen dann jetzt das Wort, Herr Sarkoli, für die inhaltliche Darstellung. Den brauchen Sie wahrscheinlich auch. Vielen Dank. The floor is yours. Geht's, wenn ich es hier drin lasse oder muss ich es in die Hand nehmen? Besser in die Hand, okay. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herr Palmer hat mich ja vorgestellt. Ich leite die konzeptionelle Verkehrsplanung bei der Stadt Tübingen und möchte Ihnen heute die Ergebnisse, die Rückschlüsse zum Verkehrsversuch vorstellen, die wir gezogen haben und auch aus der Bürgerbeteiligung zurückgemeldet bekommen haben.
Also ich werde ein bisschen Ihnen erstmal den Verkehrsversuch vorstellen. Was war das nochmal? Einfach nur mal in Erinnerung rufen. Dann die Rückschlüsse und am Ende dieses Konzept, von dem wir auch immer wieder gesprochen haben, im kleinen Abschnitt zu zeigen, wie wir uns die Wilhelmstraße vorstellen können. Die Eberhardsbrücke, wie sie heute im Zustand ist. Also wir haben jetzt mal die Markierung in schwarz gemacht, damit man sie ein bisschen besser auf dem Luftbild sieht. Wir haben den Rechtsabbiegestreifen im Bereich der Haltestellen. Wenn wir hier zur Orientierung Richtung Norden Mühlstraße haben, haben wir den Rechtsabbiegestreifen, den die Busse mitnutzen und von dort dann hoch in die Mühlstraße fahren. Wir haben den mittleren Fahrstreifen, der für die geradeausfahrenden Kfz-Fahrzeuge sind und zusätzlich hier noch einen kleinen Schutzstreifen für den Radverkehr markiert mit einer Aufstellfläche, wo sie sich vor die Autos setzen können, wenn es quasi im Pulk sind und dann bei Grün losfahren können. In Gegenrichtung ist es so, dass die Autos und Busse alle hier auf einem Fahrstreifen fahren und auch hier wieder ein Vorbeifahrstreifen mit einer Aufstellmöglichkeit ist. Bei dieser Lösung, wie wir sie heute haben, ist das Problem, dass diese beiden gleichzeitig Grün bekommen. Das bedeutet, die Busse fahren los, manchmal sogar ein bisschen früher, weil sie ein Vorsignal bekommen. Oder dann haben wir hier eine Konfliktstelle. Die Radfahrenden wollen hier rüber auf den Gehweg oder weiter in die auf die Straße und die Busse schneiden, sodass es hier einfach in diesem Bereich immer wieder zu Konflikten kommt. Wir haben den Druck für den Radfahrenden, weil von hinten die Autos schon wieder nachschieben und einfach das eine konfliktträchtige Stelle ist. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr den Verkehrsversuch durchgeführt, wo wir einfach die Aufteilung verändert haben. Wir haben rechts den Rechtsabbiegestreifen umgewandelt in einen Kfz-Busfahrstreifen, wo man dann in die Gartenstraße und in die Neckargasse fahren konnte. Wir haben in der Mitte den Fahrstreifen komplett für den Radverkehr vorbehalten, in beide Richtungen. Und in Gegenrichtung konnte ungehindert der Bus- und Kfz-Verkehr fahren. Ziel war es, einfach eine sichere Route für den Radverkehr auf dieser Achse zu schaffen. Es ist die meistgenutzte Achse. Wir haben im Vergleich einfach mal so ein paar Zahlen. Die Unterführung Karlstraße hat um die 11.000 Radfahrenden im Sommer. Hier sind es um die 8.000, 9.000, 10.000 Radfahrende einfach im Sommer. Also da ist unglaublich viel los. Ich gehe einfach jetzt mal durch, wenn wir uns den Bereich an der Mühlstraße anschauen, wie die Ampelphasen waren und wie die Autos und Fahrräder alle fahren durften. Die Ampelphase 1 war der Bus, der geradeaus fahren konnte, von der Brücke hoch in die Mühlstraße. Die Autos konnten in die Neckargasse oder in die Gartenstraße abbiegen. Aus der Mühlstraße runter hatten alle Grün, die dort gefahren sind, die Legalen und die Illegalen. Und wir hatten hier in der Zeit auch ein Fußgängergrün, wo man vom Waffelladen rüber zur Brücke wechseln konnte. Die zweite Ampelphase war so, dass der Radfahrstreifen Richtung Mühlstraße grün hatte. Die Radfahrenden konnten dort auch abbiegen. Die Mühlstraße hatte weiterhin grün und auch die Fußgänger hätten hier grün. Später kam in diesem Zustand noch ein Grünpfeil dazu für den rechtsabbiegenden Kfz-Verkehr, weil einfach wir gemerkt haben, dass diese Phase hier dazu geführt hat, wenn die Autos abgebogen sind und hier die Fußgänger gelaufen sind, dass sie den Bus behindert haben. Dadurch gab es einen großen Rückstau, die Busse hatten große Verspätung. Also haben wir als schnelle Zwischenlösung, die wir kurzfristig einführen konnten, einen Grünpfeil eingerichtet, sodass die Autos jederzeit abbiegen konnten. Die dritte Phase, die auf Anforderung kam, also wenn jetzt hier aus der Gartenstraße ein Auto kam und die Ampel angefordert hat, oder wenn hier ein Fußgänger den Taster gedrückt hat, dann wurde diese Phase aktiv und dann konnte man quasi aus der Gartenstraße ausfahren in alle Richtungen und die Fußgänger konnten hier queren. So, und jetzt zu unseren Rückschlüssen.
diese separate Grünphase für den Radverkehr auf der Eberhardsbrücke, die war gut. Also es gab keine Konflikte mehr mit dem Busverkehr, der Radverkehr konnte fahren. Also es war tatsächlich ein Gewinn für den Radverkehr. Was schwierig war, war die gleichzeitige Freigabe in dieser Ampelphase 1, dass die Busse denn durch den Rückstau, durch den Kfz-Verkehr nicht ungehindert abfließen konnten, wo wir dann eben den Grünpfeil nachgerüstet haben. Aber gerade dieser Grünpfeil hat dann wieder zu neuen Konflikten geführt. Wenn hier die Autos gefahren sind, bei gleichzeitigem Grün für die Radfahrenden, und die aber wegen den Fußgängern hier nicht abfließen konnten, standen die dann wieder den Radfahrenden im Weg. Oder auch die Radfahrenden, die in die Gartenstraße wollten, konnten nicht richtig abbiegen, weil dort die Autos standen. Deswegen ist jetzt quasi so der erste Rückschluss, den wir zu diesen Ampelsteuerungen sehen, kein Fußgängergrün während Kfz- und Busfreigabe. Also wenn dieser Fahrstreifen hier grün hätte, wenn denn das denn so kommen würde, dann wäre der Fußgänger hier rot, sodass die Autos frei abfließen können. Das ist eine Rückmeldung auch gewesen, gerade in dem Saal, als wir die Infoabende zur Mühlstraße oder zur Eberhardsbrücke hatten. Dann zu den Verkehrsmengen, zu den Verkehrszählungen. Also wir hatten auf der Ost-West-Umfahrung ungefähr 4-10% mehr Verkehr. Ostumfahrung über Lustnau, Westumfahrung über die Weststadt, rein in die Innenstadt, waren also 4-10% mehr, ist jetzt kein so großer Wert im Endeffekt. Kommt immer auf die Verkehrsmenge drauf an. Wir hatten auch eine Verkehrszunahme in der Gartenstraße, liegt auch daran, dass wir einfach ältere Zahlen dort hatten, teilweise auch noch vor der alten Weberei. Dennoch sagen wir, ist es ein Grund, durch diese Rechtsabbiegemöglichkeit hoch in die Mühlstraße damals, dass dort durchaus mehr Verkehr sein kann. Wo wir auch eine Veränderung festgestellt haben, ist hier direkt vor der Tür, auf der Wilhelmstraße, im Bereich vom Lustenauer Tor, hat einfach der Kfz-Verkehr deutlich abgenommen und der Radverkehr hat zugenommen. Also dieser Verkehrsversuch hat das, was wir uns so ein bisschen erhofft hatten, vor allem auch hier in dem Bereich eine Veränderung herbeizuführen, hat tatsächlich gewirkt. Welche Rückschlüsse ziehen wir wieder aus diesen Verkehrsmengen, die wir haben? Dadurch, dass der Österberg jetzt nicht mehr so gut erreichbar war, über die Brücke zu fahren und die eine andere Route gewählt haben, sind sie über den Stadtgraben hoch zum Österberg gefahren, was dazu geführt hat, dass denn hier am Stadtgraben nicht immer alle Fahrzeuge gleich bei Grün hochkamen. Das heißt, wir würden hier eine längere Grünzeit für die Zufahrt hoch zum Österberg vorsehen. Wir würden auch von der Gartenstraße Richtung Mühlstraße die Einfahrt quasi untersagen. Einfach damit dort der Verkehr an der Gartenstraße nicht zunimmt, sondern die sollen andere Wege nutzen. Weiter würden wir auch sagen, aufgrund dieser Reduzierung hier im Bereich von der Wilhelmstraße, vom Lustenauer Tor, wäre einfach auch eine Reduzierung der Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr denkbar. Also jetzt sind ja üppige 3 Fahrstreifen für den Autoverkehr nutzbar. Die könnte man durchaus deutlich reduzieren auf 1 Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr. Was könnte man noch machen, wenn der Radweg auf der Neckarbrücke käme? Sie haben es schon vorhin in der Befragung oder in den Fragelisten von Herrn Palmer gesehen. Wir könnten für die Erreichbarkeit der Mühlstraße Sondergenehmigungen ausgeben, also vor allem für die Anwohnerinnen und Anwohner und für die Lieferanten, dass sie dann über die Eberhardsbrücke weiter zur Mühlstraße fahren können und dort ihre Häuser erreichen. Für den Österberg würden wir vorschlagen, mehr Busverkehr einzurichten, kostet Geld. Wir haben gesehen, dass es im Verkehrsversuch durdurchaus angenommen wurde, obwohl es 2 Monate nur waren und der Umstieg eigentlich länger bedarf, um solche Systeme zu nutzen, zu implementieren.
Was auch eine Möglichkeit ist, eine Sonderregelung zur Durchfahrt der Mühlstraße für die Bewohner des Österbergs, da hat es mir die gestrichen, also ist damit die Bewohner des Österbergs gemeint, ist nur rechtlich und praktisch ist das nicht wirklich umsetzbar, weil wir müssen es ja irgendwie kontrollieren. Ich weiß nicht, inwieweit Sie Section Control schon verfolgt haben, in anderen Bundesländern ist es mittlerweile teilweise möglich, aber es ist eine schwierige, sehr schwierige rechtliche Angelegenheit. Auch in der Weststadt ist es ja so, dass wir da einen Rahmenplan aufgestellt haben und über den Rahmenplan auch gewisse verkehrliche Veränderungen eingebracht haben, die wir jetzt noch untersuchen wollen. Und wir könnten eine möglichst durchgängige Radverbindung von der Eberhardsbrücke über die Mühlstraße bis zur neuen Aula schaffen, in einem ersten Versuch. Und die würde ich Ihnen gerne mal kurz zeigen, mal nur schematisch, einfach nur mal als Konzept da. Wir sitzen jetzt gerade alle hier im Museum, hier haben wir den Stadtgraben, und von der Mühlstraße kommt man hier hoch am Lustenauer Tor. Hier sehen Sie jetzt schon, dass wir drei Fahrstreifen im Bereich der Wilhelmstraße haben und wir sind der Meinung, aufgrund der deutlichen Reduzierung der Verkehrsmengen kann man auch die Anzahl der Fahrstreifen dort deutlich reduzieren. Wir haben deshalb vorgeschlagen oder dieses Konzept entwickelt, einen Radweg in Mittellage zu installieren, der dann hier auf die rechte Seite wechselt. Hier einen reinen Radweg und ab hier einen Radweg, ein Radfahrstreifen, der quasi für den Busverkehr freigegeben ist, so wie es jetzt hier vorne wie im Stadtgraben installiert ist. Hier in dem Bereich haben wir nur zwei Fahrstreifen und da kommen die aus beiden Richtungen zusammen. Deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir die Schaltung dieser Ampel dort ändern. Und zwar, wenn der Österberg grün hat und von dort die Kfz und auch die Radfahrenden kommen, dass die in einem Rutsch durchfahren können und dass auch die Ampel hier ein bisschen vorgeschaltet ist vor der da, sodass die hier abfließen können, dann die nachrutschen und dann von der Mühlstraße der Radverkehr und der Busverkehr quasi sich auf die zwei Fahrstreifen hier aufteilen kann. Ziel ist es, dass der Radverkehr hier ungehindert am Bus an der Haltestelle vorbeifahren kann und auch einen gewissen Schutzraum hat gegenüber dem Kfz-Verkehr. So viel jetzt erstmal von mir zu dem Konzept und zu den Ergebnissen und Rückschlüssen und gebe ich jetzt an Sie wieder zurück. Genau. Herr Sakoli, bleiben Sie mal kurz da. Ich wollte Ihnen noch die Gelegenheit zu reinen Verständnisfragen geben. Also bitte nicht in Diskussionen eintreten zu dem Zeitpunkt, das machen wir nachher, sondern unmittelbar anschließende Verständnisfragen an den Vortrag von Herrn Sakoli, die ja direkt an ihn adressiert sind und von mir auch nicht beantwortet werden. Da gibt es keinen Streit, nur der Fachmann antwortet. Wenn Sie eine Frage haben, gehen Sie vielleicht zu Frau Salden oder Frau Salden kommt zu Ihnen, die hat ein Mikrofon. Ich habe nun eine Frage zu dem Fahrradweg am Ende in der Wilhelmstraße. Ist der gegenläufig oder nur in eine Richtung stadtauswärts? Der ist nur stadtauswärts, nur in diese Richtung angedacht, weil wir sonst den Radverkehr von hier drüben irgendwie hier in die Mitte bringen müssten und dann endet er auch hier. Dann endet er auch wieder hier, sodass das hier jetzt als Konzept quasi erstmal für die Einrichtung statt auswärts. Also es ist eine relativ einfache Maßnahme, ohne großen Eingriff in dieses System Wilhelmstraße, also ohne große Umbauten, wir können dort relativ mit Markierung das machen. Ich habe eine kurze Frage zur Begrifflichkeit. Wenn Sie von Anwohner, Bewohner sprechen, haben Sie auch an der Altstadt gedacht? Weil das taucht nirgends auf. Davon sind aber die Bewohner mindestens genauso betroffen wie Österberg. Ich weiß jetzt nicht, ob wir als Altstadtbewohner auch mehr enthalten sind in Ihrer Untersuchung. Ich weiß nicht genau, was sich für die
Bewohner der Altstadt jetzt verändert? Also die Erreichbarkeit, also Sie können weiterhin von der... Das können wir gerne nachher diskutieren. Ich will jetzt nicht eine schleichende Diskussion... können wir nachher machen. Ich kann gerne Ihnen erläutern jetzt, aber... Nee, was ändert sich, Herr Sarkoli? Sie können nicht mehr aus der Neckargasse raus und links hoch die Müllstraße. Das... Ja. Nee, Sie, wenn Sie Bewohner in Zone 2 sind, also jetzt geht es um die Stellplätze, finden keinen Stellplatz in der Langen Gasse, dann müssten Sie theoretisch, wenn Sie gar nicht mehr, aber Gartenstraße finden Sie nichts, dann müssen Sie immer durch den Tunnel durch, um von einer Zone zum nächsten zu kommen, wo Sie eigentlich Bewohnerstellplätze hätten. Das wäre eigentlich diese Haupteinschränkung, aber auch das Thema Zugänglichkeit ist auch ein Thema. Also ich sage nicht, dass es berechtigt ist oder nicht. Nicht jeder hat das Recht, aber die Betrachtung habe ich... Die Verbindung wird auch für die Altstadtbewohner gekappt. Die Betrachtung habe ich nur vermisst. Aber ich sage nicht, dass es falsch oder richtig ist. Ja, das ist korrekt. Ich wollte nur sicherstellen, dass ich es richtig verstanden habe, dass sich in der Mühlstraße für die Fahrradfahrer nichts ändern soll. Also wir haben praktisch vorher ein neues Konzept, also auf der Neckarbrücke und hinterher in der Wilhelmstraße, aber dazwischen müssen sich die Fahrradfahrer wieder mit allen anderen um den halben Gehweg streiten. Also ist eine Frage. Ja, also die Mühlstraße ist momentan so geregelt, dass man bergauf alle fahren dürfen. Alle dürfen die Fahrbahn benutzen und der Radverkehr darf noch auf den Gehweg mit Schrittgeschwindigkeit hochfahren. Bergab ist es so, dass die Autos nicht runterfahren dürfen, aber Taxis, Roller, Busse, die dürfen da langfahren. Und wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, jawohl, wir machen das, wenn der Gemeinderat, wenn die nach der Befragung, wenn das positiv ist, dann wäre es so, dass in der Mühlstraße im Endeffekt ja aufgrund der Einfahrtsbeschränkungen nur noch Busse fahren. Das heißt, der Radverkehr konkurriert dann auf der Fahrbahn nicht mehr mit den ganzen Autos, sondern er konkurriert dann mit dem Busverkehr. Und die fahren aber nicht so viel wie die Autos. Und zeitlich versetzt. Und zeitlich versetzt. Also wenn die einen grün haben, haben die anderen rot. Genau. Das heißt, sie haben die Straße eigentlich für sich selber als Radfahrer. Also wir haben es auch jetzt gesehen gehabt beim Verkehrsversuch, dass viele Radfahrende nicht mehr den Gehweg genutzt haben, sondern dass sie einfach tatsächlich auf der Fahrbahn geblieben sind und dadurch die Konflikte auf dem Gehweg viel, viel geringer wurden. Wie ist das eher auf der Wilhelmstraße, gerade auf der Höhe des Museums? Da werden ja die Radfahrer auf die Mittelstreifen sozusagen geleitet. Wie kommen die aber vor den Bussen und Autos dann wieder auf die rechte Seite, so wie es weiter unten hier eingezeichnet ist? Ich kenne die Strecke von früher schon als Radfahrerin und sah mich immer massiv gefährdet, wenn ich dann nach rechts einbiegen wollte und schlussendlich auf der rechten Seite dann nachher bei der neuen Aula wieder auf den Radweg des Bürgersteigs einscheren wollte. Das finde ich sehr gefährlich. Aktuell ist es so, dass es gar kein Angebot gibt. Das heißt, sie stellen sich entweder hinter die Busse an der Bushaltestelle oder sie mischen sich unter die Autos und fahren dran vorbei. Hier könnte es dann sein, dass der Radverkehr hier fährt. Wenn die Ampel, das ist diese Fußgängerampel bei der Mitwohnzentrale, wenn die rot ist, können Sie sich hier auf diesen Aufstellstreifen stellen, direkt vor den Bus. Wenn die grün ist, dann ist es tatsächlich wie heute, dass Sie sich verflechten müssen, allerdings nicht mehr auf Autoverkehr noch zusätzlich achten müssen, sondern Sie haben tatsächlich hier auch wieder nur den Busverkehr. Also die Anzahl, mit denen Sie dann diesen Konflikt haben, wird deutlich geringer. Eine Ergänzung noch, wenn da grün ist und ein Autofahrer jetzt von der linken Spur auf die mittlere Spur wechseln will, dann muss der auf Sie achten. Ja, wer die Spur wechselt, muss gucken, habe ich frei. Von hinten kommt aber kein Auto mehr. Im Moment haben Sie immer das Auto im Nacken und müssen gucken, dass Sie schnell rüberkommen. Das ist nicht mehr der Fall. Und dadurch erwarten wir, dass auch bei grün die Sache deutlich entspannter abläuft.
Also ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Klärungsbedarf. Ich verstehe momentan auch nicht genau so den Unterschied. Sie haben eingangs beschrieben, dass es eine gefährliche Situation gibt an der Neckarbrücke unten, wo heute die Fahrradfahrer geradeaus fahren, auf den Radweg und der Bus aber auch geradeaus geht. Also sprich, dass sich da ja die Spur der Radfahrer und die Spur des Busses kreuzt. Und wenn ich diese Situation vergleiche, die Sie da beschrieben haben als gefährliche Situation, was ich nachvollziehen kann ein Stück weit, und mir dann aber die Situation anschaue, die wir hier gerade in der am Stadtgraben haben, der jetzt neu, also die Situation, die neu geschaffen wurde durch diesen Fahrradweg, dann ist das aus meiner Sicht eigentlich genau die gleiche Situation. Und ich habe ein Verständnisproblem zu verstehen, warum diese Situation an der Neckarbrücke als Gefahrensituation bezeichnet wird und man hier jetzt neu so eine Situation schafft. Auf der Brücke ist es so, dass Sie als Radfahrende hier in der Mitte fahren. Sie wechseln hier auf diese rechte Seite und der Bus muss Ihren Weg kreuzen. Also hier im Stadtgraben ist es so, dass Sie fahren und wenn der Bus dort drauf fährt, dann muss er Sie achten. Er darf Sie nicht kreuzen. Es ist ein Radweg, auf dem der Bus drauf fahren darf und er kreuzt nicht Ihren Weg, sondern er fährt entweder hinter Ihnen oder vor Ihnen. Also der Radweg geht ja irgendwann weiter, wo praktisch die beiden Autospuren sind, wo dieser Radweg offiziell mehr oder weniger aufhört. Wo sich rechts und links aufteilt. Von der linken Spur auf rechts, auf die, um rechts abzubiegen am Schimpfeck. Und da hat man noch eine ganz ähnliche Situation auf meiner Sicht. Weil die einen fahren rechts, die anderen, ja. Aber das gibt's nicht. Nee. Der Bus ist ja direkt hinter Ihnen. Und fährt dann rechts auf seine Bushaltestelle. Er kreuzt sie nicht. Und die Autofahrer kommen von links und dürfen nur auf die linke Spur. Die dürfen ja nicht weiter nach rechts rüber. Es gibt keine Kreuzung. Dürfen erst nach der Ampel. Bis zur Ampel müssen die links bleiben. Hier, nee, sie spricht vom Stadtgraben. Naja, oder? Klar spricht sie vom Stadtgraben, die in die Altstadt rein wollen. Also es gibt diese Situation nicht. Also das Kreuzen gibt es tatsächlich nicht, weil Sie als linksabbiegende Radfahrerin dann gucken müssen. Also in dem Fall sind Sie quasi diejenige. Sie haben rechts ein durchgängiges Angebot und müssen den Fahrstreifen nach links wechseln. Nee, Sie schütteln den Kopf, verstehe ich. Okay. Ja, man sieht es auf dem Luftbild jetzt auch nicht richtig, aber also wir sind überzeugt, dass diese Situation, dass der eine nach rechts will und der andere nach links, in der Relation, die Sie gerade beschreiben, nicht auftritt. Ja, so, dass der eine auf die Spur des anderen will, ja. Aber dieses hier tritt nicht auf. Zur gleichen Situation, Langer mein Name. Dass man mit den Bussen nicht mehr kreuzen muss, ist klar. Womit oder was gekreuzt werden muss oder wer kreuzen muss, sind die Taxifahrer, die von unten kommen, die von der Mühlstraße kommen. Das ist natürlich erheblich weniger und auch übersichtlicher. Aber Frage ist angedacht, dass man die Ampel am Ende der Mühlstraße zum Lustenauer Tor noch ein bisschen weiter entzerrt. Im Moment haben ja die Radfahrer so ein bisschen Vorsprung und vielleicht wäre das noch ein bisschen günstiger, wenn dieser Vorsprung etwas vergrößert würde, also die Zeitschaltung, die Zeitdifferenz etwas vergrößert würde. Also wenn es denn so kommen sollte, dann müssen wir uns die gesamte Ampelanlage anschauen, die Mühlstraße mit einbezieht. Und dann kann man gucken, bloß die Frage ist dann, braucht es dann noch diesen Vorlauf, wenn quasi fast kein Auto, also außer Taxis dort eigentlich kein Auto mehr kommt, nur der Busverkehr. Aber man könnte gucken, ob man dann Zeiten hat, um dann zu den Radverkehr noch ein bisschen mehr Vorlauf zu geben. Müssen wir denn in den Sekunden drehen? Ja. Was passiert denn mit diesen Radwegplänen, wenn denn die Stadtbahn käme? Alles hinfällig, dann wird alles anders. Also noch konkreter, wenn Sie das ansehen wollen, wir haben ja die Innenstadtstrecke planen lassen. Und das ist im Internet und da sind auch die Radwege eingezeichnet und die sind völlig anders. Das liegt unter anderem daran, dass die Brücke neu gebaut wird und viel breiter, dann kommen die Radwege nach außen, das geht jetzt nicht, weil kein Platz da ist. Und im Bereich, den wir hier gerade zeigen, kommt die Haltestelle in die Mitte, also wird auch alles ganz anders. Ist das schlimm?
Nein, weil der Aufwand, wenn wir das jetzt hier umsetzen, der Aufwand im Wesentlichen Neuprogrammierung von Ampelanlagen ein bisschen Farbe ist. Also die verlorenen Investitionen sind bescheiden und deswegen kann man das auch für 5 oder 10 Jahre oder manche sagen für 100 Jahre, weil es ja nie eine Stadtbahn geben soll, kann man durchaus riskieren, diese Zwischenphase. Ich würde es ergänzen, ein bisschen Farbe. Also wir wollen nicht alles blau machen. Das nicht, sondern wir haben es hier heute nur blau gemacht, damit Sie erkennen, wie wir uns die Radverkehrsführung vorstellen. Ja. Also wenn Sie sagen, wir sollen alles blau machen, können wir auch alles blau machen. Aber nee, also es gibt Bereiche, denen wir quasi blau machen werden, oder? Ja, so wie am Stadtgraben auch, genau. Der ist auch nicht durchgängig blau. Ja. Der hat die blauen Verkehrszeichen in der Mitte und dann da, wo Kreuzungen sind, hat er die blauen Flächen. Schauen Sie es nochmal an, wenn Sie nachher rausgehen. Ja. Wie viele Autos fahren denn pro Tag überhaupt die Müllstraße hoch? Um die 6.000 bis 8.000. Also, wie viele biegen da zum Österberg ab? Hochfahren 6.000 Kfz, sind die Busse aber mit drin, Herr Sarkoli, nach meiner Erinnerung. Ja. Und dann sind wir bei 4.500 Autos. Ja. Wie viele biegen zum Österberg ab? Zum Österberg abbiegen, haben Sie das auch? Ich glaube 1.000. 1.500. Haben Sie die Spinne dabei? Können Sie gucken, Herr Hammer? Ich habe sie im... Nee. Ich kann nachher gucken. Mhm. Ja? Größenordnung. Ja, aber die Größenordnung ist so 1000, 1500. Ich habe das Mikro. Ja, mich würde jetzt doch auch nochmal das mit dem Autoverkehr interessieren, der dann nicht mehr über die Mühlstraße geflossen ist. Die Autos sind ja, haben ja eine größere Umfahrung machen müssen, entweder von Osten oder von Westen her, um meinetwegen in die Nordstadt zu kommen. Wie ist denn da das Ergebnis jetzt gewesen mit den Umwegen? Denn die Autofahrer müssen ja dann viel größere Umwege machen. Das würde auch die CO2-Bilanz vielleicht nicht besonders verbessern in Tübingen. Und mich würde das wirklich auch interessieren, wie diese Wege gewesen sind und wie das sich auswirkt, wenn man da nicht mehr durch kann. Also es geht ja hauptsächlich von Süd nach Nord im Grunde, für mich jetzt so gesehen. Also wenn wir jetzt behaupten, alle Autofahrenden, die hier über die Brücke gefahren sind, werden in Zukunft weiterhin nur ihr Auto nutzen. Und da müssen dann alle einen viel weiteren Weg fahren. Dann wird es ungünstig. Aber dadurch, dass wir sagen, wir fördern den Radverkehr, wir machen neue Busverbindungen, wird ein Umstieg vom Auto auf den Bus- und Radverkehr stattfinden, auch auf den Fußverkehr. Wenn hier deutlich weniger Autos in der Mühlstraße sind, wird es eine ganz andere Atmosphäre in dieser Straße geben. Wir haben es im Zinserdreieck gesehen. Und durch diesen Umstieg vom Auto auf diese auf diesen Umweltverbund, wie es in unserem Fach Chinesisch heißt, findet dann quasi eine Reduzierung statt. Vielleicht auch da noch ein Hinweis auf die Homepage der Stadt. Wir haben eigene Veranstaltungen gemacht zu den Wirkungen auf die Verkehrsnetze. Die können Sie online anschauen. Und da sind auch für die einzelnen Straßen die Veränderungen in absoluten Zahlen nachlesbar. Herr Sarkoli hat es jetzt aus Zeitgründen stark reduziert. Da war eine Folie, die sagt 4-10% auf den Alternativrouten Mehrverkehr. Das ist die Größenordnung, um die es geht. In absoluten Zahlen kann man sagen ungefähr 1500 mehr über Lustenau. Ungefähr 1500 mehr über die Weststadt. Das ist so die Größenordnung, um die es geht. Aber ich möchte trotzdem noch was dazu kurz sagen. Was man auch bedenken muss, ist unsere demografische Entwicklung. Je älter man wird. Wir wollten aber jetzt nur Verständnisfragen machen, Entschuldigung. Von daher muss ich das jetzt in den späteren Debattenteil zurückweisen. Also nochmal wirklich Verständnisfragen, damit wir auch dann die Statements der beiden Pro und Kontras hören. Und wir haben nachher hoffentlich noch genug Zeit für alles andere. Da drüben sind noch Verständnisfragen. Da auch, ja, bitteschön. Mir hat ein Punkt noch gefehlt, Verständnisfrage. Einsatzfahrzeuge sind jetzt hier überhaupt nicht behandelt worden und während der Sperrung der Mühlstraße für den Autoverkehr habe ich zum Beispiel mal erlebt, als ich vom Zinser stand, dass Polizeifahrzeuge im Stau nicht durchgekommen sind durch die Mühlstraße. Und in der Westbahnhofstraße gab es Rückstau,
dass Rettung, also dass Krankentransporte im Einsatz nicht gut durchgekommen sind und im morgendlichen Stau auf den Österberg, ich weiß nicht, wer da alles hochfährt, ob es nur das Amtsgericht und Landgericht war, da gab es einen Mordsrückstau, als da ein Feuerwehreinsatz war, kamen die Feuerwehren hier im Stadtgraben nicht durch. Ist das irgendwie berücksichtigt worden? Also ein Stau tritt in, sage ich mal, in den 24 Stunden von einem Tag und in den 7 Tagen der Woche an einem sehr kleinen Anteil auf. Wir haben jetzt nicht explizit geguckt, wo gibt es denn überall Stau, wo kommen Einsatzfahrzeuge durch oder nicht. Die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, so über lose Gespräche, war jetzt nicht negativ. Also momentan haben wir Stau in der Westbahnhofstraße, das heißt, die Einsatzfahrzeuge müssen jetzt schon durchkommen. Der Rückstau auf der Eberhardsbrücke und im Zinserdreieck war vor allem am Anfang, als diese Umstellung war, ich sag mal ab der Mitte, und als dann der Ordnungsdienst dort stand und die Leute darauf hingewiesen hat, dass sie hier nicht mehr fahren dürfen, wurde es auch immer weniger. Das heißt, diese zentrale Achse wird auch deutlich leerer werden und auch für Einsatzfahrzeuge wird es dann da keine Schwierigkeiten mehr geben. Man kann sogar umgekehrt argumentieren, wir sperren eine Trasse in der Mitte der Stadt so frei, dass Einsatzfahrzeuge, wenn sie da durch müssen, immer freie Fahrt haben, während sie heute mit Autos da oft im Stau stehen. Also die Erschließung wird nicht schlechter. Ja. Wenn Sie sich heute auf die Eberhardsbrücke stellen, obwohl dort kein Stau ist, und gucken, wie sich die Autos dort verhalten, wenn ein Einsatzfahrzeug von hinten kommt, dann muss man schon sagen, atemberaubend, dass der da doch so schnell durchkommt. Also wir schaffen tatsächlich auf der zentralen Achse fast einen Durchschuss fürs Blaulicht. Sind wir noch auf der Seite? Ich hätte eigentlich auch im Nachklapp zu dieser Folie mit dem Radweg auf der Wilhelmstraße die Anregung, dass Sie da nochmal detailliertere Zeichnungen irgendwie über die Presse bzw. über die Homepage zugänglich machen. Denn so kann man sich es wirklich recht schlecht vorstellen. Also ich habe es ein bisschen größer auch mit dabei in einem kleinen Folienspeicher. Also wir können nachher oder auch jetzt drauf gucken. So uns es mal, so lange können wir die nächste Frage noch hören, da ist es. Wenn Sie es dabei haben. Sehen Sie es besser? Ich hätte noch eine Verständnisfrage, und zwar die Fahrradfahrer, die von der Neckarbrücke rechts abbiegen in die Gartenstraße. Da haben Sie gesagt, eine Ampelschaltung wäre alleine für die Fahrradfahrer da. Und dann gab es noch eine zweite Ampelschaltung, wenn ich richtig verstanden habe, fahren die Busse und die Radfahrer. Habe ich das falsch verstanden? Ja, Sie haben es falsch verstanden. Also, wenn Sie als Radfahrer auf dem rechten Fahrstreifen gefahren sind, dann haben Sie mit Bussen und Autos und allen grün gehabt. Aber wenn Sie auf der Mitte gefahren sind, dann haben Sie eine total eigene Phase gehabt und konnten unabhängig von den dann rechts stehenden fahrenden Fahrzeugen fahren. Ja. Da war noch eine Hand, haben Sie die gesehen? Ja. Ah, hier auch, okay. Es sind noch drei Hände. Ich wollte nur fragen, wann, wie und wo Sie diese Zählungen durchgeführt haben. Ich habe da nie jemand gesehen, der gezählt hat. Das stimmt. Und dann wollte ich noch fragen, die Fußgänger an der Neckarbrücke, also die gehen auch bei Rot über die Ampel und gehen auch quer über die Neckarbrücke. Also da ist immer eine Gefahrenzone. Also zu den Fußgängern. Ja, die können, dann gibt es weniger Konflikte, weil einfach noch weniger Autos dort sind. Das heißt, die Zeitlücken, wo man als Fußgänger queren kann, werden größer. Das heißt, die Konflikte werden auch geringer. Der Aufenthalt wird dort ganz anders werden. Man sollte immer den kürzesten Weg bei einer Querung nehmen. Und wenn man sich unsicher fühlt, dann muss man die gesicherten Querungen nehmen. Aber man wird nie verhindern können, außer man stellt Zäune auf, dass die Menschen einfach dort queren, wo man queren möchte. Ja. Zu den Verkehrszählungen, es stimmt, Sie haben dort niemanden stehen sehen mit einem Zähler. Wir haben Videoverkehrserhebungen gemacht, haben die montags aufgebaut zum Beispiel, dienstags wurde gezählt, mittwochs wurde abgebaut und woanders wieder aufgebaut, weil wir nur 2 Wochen Zeit hatten. Bei uns in Tübingen muss man massiv den stierenden Verkehr einfach berücksichtigen. Das heißt, man braucht nicht irgendwie im August, September zählen, sondern man kann ab Mitte Oktober zählen.
in dem Zeitraum. Dann hatten wir 2 Wochen Zeit, eine intensive Zählzeit. Das sind die Standorte, wo wir Kreuzungen, Knotenpunkte gezählt haben. Ich habe die Werte für die Querschnitte, so wie sie jetzt hier eingetragen sind, mit. Also zur Orientierung, das hier ist die Hegelstraße, die B28. Wir haben hier im Westen den Hagelocher Weg, die Westbahnhofstraße, den Stadtgraben, die Wilhelmstraße, Mühlstraße, Gartenstraße, Friedrichstraße, die Blaue Brücke. Wir haben die Kusterdinger Straße gezählt, die Stuttgarter Straße, die Wilhelmstraße. Aber Verkehrszählungen, die wir hier durchgeführt haben, sind Tageszählungen gewesen. Das heißt, war ein gutes Wetter, waren vielleicht mehr mit dem Fahrrad unterwegs, war ein schlechtes Wetter, sind mehr mit dem Auto gefahren, gab es einen Unfall auf der A8, wissen wir alles nicht. Dann ist hier auch mehr Verkehr. Also es sind alles so Einflussfaktoren. Wir haben enorme Schwankungen drin. Wir haben hier diesen Klecks dort, das ist der Europaplatz, der wurde auch gesperrt zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Durchfahrt aus Westen war nicht mehr möglich. Wir haben hier die Herrenberger Straße, dort gab es eine Teilsperrung. Das heißt, in eine Richtung konnte man nicht mehr durchfahren. Wir haben in Lustnau die Kreuzstraße, da war eine Baustelle drin. Wir haben draußen in Richtung Unterjesing war eine Vollsperrung von der Verbindung Unterjesing nach Wurmlingen. Das heißt, die sind auch alle irgendwie anders gefahren. Unser Verkehrssystem, welches wir hier haben, ist nicht mehr unbeeinflusst. Also ich habe immer wieder mit meinen älteren Kollegen gesprochen, die sagen, früher konnten wir super zählen. Jetzt aufgrund dieser konjunkturellen Lage ist es auch so, dass immer Baustellen da sind, die Leute immer andere Wege fahren und wir mit Verkehrszählung einfach Schwierigkeiten haben. Aber trotzdem sind es Aussagen, die wir ja geben können. Ich habe noch eine Frage. Sie haben bei Ihrer Darstellung der Neckarbrücke und sehr auf den nördlichen Teil und die Verbesserung aus Sicht des Radverkehrs fokussiert. Zu dem südlichen Teil haben Sie gar nichts gesagt. Das finde ich schade, weil ich die Stelle extrem unbefriedigend finde aus Sicht des Radverkehrs. Also wenn man die Neckarbrücke abwärts fährt. Und das fand ich sowohl während des Verkehrsversuchs als auch vorher und nachher unbefriedigend. Okay, aber das hat einen Grund, wir wollen da jetzt nichts ändern. Und für die Fragestellung im Kontext dieser Bürger-App-Befragung ist das, was sich nicht ändert, nicht relevant. Wäre ein eigenes Thema, aber nicht für heute Abend. Das heißt, Sie haben überhaupt keine Erkenntnisse dazu gewonnen oder gewinnen wollen? Ich sehe das Problem nicht, fahre da dauernd runter, aber Sie sehen es. Nur nochmal, das ist halt jetzt nicht Gegenstand der Entscheidung. Das ist ein eigenes Thema, das ist ja alles neu gebaut, der Bereich. Wir glauben, der ist gut, Sie sehen da Kritisches. Kann man gerne diskutieren, aber nicht im Rahmen dieser Abstimmung. Vielen Dank. Ich hatte nur noch eine kurze Frage. Wenn jetzt von der Gartenstraße in die Mühlstraße soll der Pkw-Verkehr eventuell dann auch gesperrt werden? Gilt das dann auch für die Radfahrenden, die von der Gartenstraße in die Mühlstraße abbiegen würden? Für die gilt das dann nicht? Nur Kfz-Verkehr. Okay, ja. Gut. Dankeschön. Hier vorne war noch eine und dann sind wir, glaube ich, mit den Verständnisfragen durch. Noch eine, also 2 sind es noch. Jetzt werden es wieder 3. Mal sehen, ob die Zahl jemals auf 0 geht. Hier, bitteschön. Wo war sie? Hat sich erledigt, okay. Ist gut, ja, ja. Wenn. Bisschen dran. Nee, die Dame wartet jetzt auf Sie, aber Sie sind dran, Sie dürfen sprechen mit dem Mikrofon. Also, wie ist das denn dann mit den Autos, wenn die eben von der Gartenstraße kommen, können die dann ja nicht mehr einbiegen in die, oder können die dann noch nach links einbiegen auf die Brücke? Künftig Eier. Also können dann auch runterfahren und durch das Zinserdreieck dann weiterfahren. Eier. Gut. Ja, nur rechts abbiegen ist untersagt. Hier war noch eine Frage. Auch nicht zum Verständnis. Wenn ich jetzt die Zeichnung richtig verstehe, dann habe ich bergab auf der Brücke als Radfahrer künftig die Wahl, ob ich in die Mitte gehe oder ob ich am rechten Rand weiterfahre. Sehe ich das richtig oder ist es, weil die Zeichnungen versetzt sind, anders gemeint?
Wir haben, ja, man sieht ihn schlecht, wir haben einen linksweisenden Pfeil. Okay. Ja, es ist ein linksweisender Pfeil, sodass Sie quasi hier in die Mitte reinfahren können. Darüber streiten wir noch. Also ehrliche Antwort, verkehrsrechtlich ist wahrscheinlich so, dass Sie müssten. Real ist das aber natürlich gar nicht nötig, weil wenn da die ganze Straße frei ist, warum soll ich mir erst nach links und dann wieder nach rechts? Tatsächlich gibt es zwei völlig verschiedene Zustände. Der eine ist, dort stehen Busse an der Haltestelle. Das ist tagsüber eigentlich immer der Fall. Und dann wollen Sie an den Bussen vorbei. Und dann haben Sie da eine elegante Möglichkeit und machen es von selber. Wenn aber gerade mal kein Bus da ist, Sonntagmittags, wo nicht viel los ist, dann wird man als Radfahrer halt auf der Spur bleiben und nicht darüber ziehen. Ob wir das rechtlich so geregelt kriegen, dass man es nicht muss, weiß ich noch gar nicht. Ja, das ist eine spannende Rechtsfrage. Aber was ich Ihnen garantieren kann, ist, dass es nie jemand kontrolliert. Vielleicht mal nochmal an die Schüler morgens denken, die da rechts in die Ulanstraße abbiegen. Ja. Ja. Wir waren ja bei Verständnisfragen. Die Schüler haben von uns immer die Erlaubnis, hinter dem Bus zu warten. Der Rest ist, glaube ich, klar. Das machen sie nicht. Die wollen möglichst schnell in die Schule, weil die kommen ja auf die letzte Sekunde und möchten keinen Verweis wegen zu spät kommen. Und früher aufstehen wollen sie auch nicht. Aber jetzt wird es politisch. Sind wir fertig mit den Verständnisfragen? Ja. Problem, wenn der auf dem Mittelstreifen abwärts gefahren wird oder dass dann, wenn die Busse anfahren, vorne im Kreuzungsbereich vor der Sparkasse eine Riesengefährdung, eine große Gefährdung ist, auch für Schüler. Gibt es da eine Lösungsmöglichkeit, oder dass man das andenkt, dass man da etwas verändert? Ich kann mich nur wiederholen, wir sehen dort kein Problem, Unfälle gibt es auch keine. Es gibt diese von Ihnen gerade formulierte Kritik, der Bereich ist aber frisch gebaut und wir haben derzeit kein Alternativkonzept. Aber entscheidend ist, dass wir an der Stelle jetzt halt bei der Abstimmung Schluss machen. Ja, da ist keine Änderung vorgesehen und natürlich können Gemeinderatsfraktionen jetzt einen Antrag stellen und sagen, guckt euch den Bereich nochmal an oder macht dieses oder jenes. Wir sperren uns da nicht, nur von uns aus gibt es im Moment keine Initiative. Gut, also vielen Dank, das war auch für mich sehr lehrreich, weil wenn man eine Sache selber, kennen Sie ja, aufgeschrieben oder durchdacht hat, dann findet man, dass alles klar ist und man kommt gar nicht drauf, was man vielleicht alles noch fragen oder verstehen oder erklären müsste. Also vielen Dank auch dafür, das war durchaus interessant. Danke nochmal an Herrn Sarkoli, ich glaube, er konnte alles beantworten. Und jetzt müsste ich nochmal irgendjemand haben, der meinen Ablaufplan kennt, wer jetzt zuerst darf. Haben wir das festgelegte Reihenfolge? Herr Häuser. Okay, also gut. Ist offenbar festgelegt. Dann spricht jetzt Frank Häuser für ADFC und VCD, beide Organisationen zusammen, wenn ich es richtig weiß. 5 Minuten haben wir ausgemacht, stimmt auch? Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden, aber gut. Die Kontragruppe also wollte auch ein bisschen länger. Nicht zu viel länger, ne? Okay, also. Ja, also 5 Minuten wäre schon sehr sportlich. Also wenn man nicht nur einfach ein paar Stichworte runterreden möchte. Ja, liebe Tübinger und Tübingerinnen und die anderen auch, falls hier ein paar Nicht-Tübinger dabei sind, weil nicht-liebe Tübinger gibt es ja nicht bekanntlich. Mein Name ist Frank Häuser vom VCD, Mobilität für Menschen. Der VCD ist ein gemeinnütziger Verein, in dem viele Leute Mitglied werden, weil sie sich eine soziale und umweltfreundliche Verkehrspolitik wünschen. Gesünder, preiswerter, lebenswerter. Und ich bin der Vorsitzende des Kreisverbandes Tübingen mit 750 Mitgliedern. Ich darf hier auch im Namen des ADFC reden, der sich besonders um die Belange von Radfahrern kümmert. Zuerst möchte ich ein persönliches Erlebnis erzählen. Ich bin mal wieder ein wenig spät dran und auf dem Weg zum Technischen Rathaus und radel daher mit 30 km/h die Mühlstraße hoch. Schneller geht nicht, da vor mir Autos fahren. Da setzt das Auto hinter mir zum Überholen an, setzt sich neben mich, vor mir ist gar kein Platz, und fährt immer weiter nach rechts.
als es nur noch 15 Zentimeter neben mir sind, schlage ich mit der flachen Hand so putsch einfach mal gegen die Beifahrertür. Worauf das Auto wieder hinter mir fährt. 10 Sekunden später sind wir oben an der roten Ampel angelangt und die zierliche junge blonde Dame erklärt mir zum Fenster heraus, dass ich gefälligst auf dem Radweg fahren soll. Allerdings gibt es in der Mühlstraße keinen Radweg, sondern nur einen Gehweg, der für langsame und ängstliche Radfahrer freigegeben wurde und mit 30 darf da niemand fahren. Solche Situationen sind in der Mühlstraße nicht selten. Ich habe mir das von vielen Leuten erzählen lassen, dass sie irgendwie ähnliche Situationen hatten. Wollen Sie, dass man auf der Radhauptachse in Tübingen nur angstfrei radeln kann, wenn man ein 2 Meter großer bärtiger Mann ist, der 3-mal die Woche im Hapkido Selbstverteidigungstechniken und Gelassenheit trainiert? Ich will das auf jeden Fall nicht. Alle sollen auch ohne Training sicher und gelassen durch die Mühlstraße fahren können. Ohne Gedränge, ohne Angst. Eigentlich geht es hier aber um die Neckarbrücke. Auf der Neckarbrücke gibt es nur einen sehr schmalen Streifen zwischen Autos und Bussen für Radfahrer. Viele Radfahrer haben Angst davor. Und trotzdem fahren auf der Strecke mehr Radfahrer als durch den kleinen Schlossbergtunnel. Denn die Strecke ist alternativlos. Wird dieser Streifen aufgeweitet, so würde diese Angst- und Gefahrenstelle entschärft. Als Nebenwirkung kann man dann die PKWs nicht mehr von der Neckarbrücke geradeaus fahren lassen. Das hat einige positive Auswirkungen. Die Ampel an der Kreuzung zur Gartenstraße kann so geschaltet werden, dass die Busse zuerst fahren und hinterher die Radfahrer. Damit können Radfahrer auf der Fahrbahn fahren, ohne von Autos, siehe oben die Geschichte, oder von Bussen bedrängt zu werden. Sie sind meist oben am Lustenauer Tor angekommen, wenn die nächsten Busse von der Neckarbrücke starten. Wenn die Mühlstraße aber faktisch periodisch eine Fahrradstraße ist, dann gibt es keinen Grund mehr, auf dem Gehweg zu radeln. Zu einem großen Teil profitieren also die Fußgänger von der breiten Radspur auf der Neckarbrücke. Der Gehweg kann weiter aufgewertet werden und es wird weniger Parkplatz dort sein. In den busfreien Perioden wird es auch lärmarm sein. Die Lebensqualität nimmt stark zu, immerhin radeln dort ca. 8000 Menschen und ähnlich viele Fußgänger laufen durch die Mühlstraße täglich. Das würde doch eine wunderschöne Flaniermeile werden. Auch wird der Tübus dann nicht mehr durch die PKWs behindert. Die Kapazität des Tübusses kann erhöht werden, was auch weniger Autos in anderen Stadtteilen bedeutet. Kommen wir zu den angeblichen Nachteilen. Die Busse fahren ja immer noch durch die Mühlstraße ungefähr weiterhin, die Radler. Naja, statt 8500 Kfz gibt es nur noch 2500, mit denen sich die Radler den Weg teilen müssen. Und wie eben schon dargestellt, sie fahren abwechselnd. Kommen wir zu den Umwegfahrten der PKWs. Die Vorstellung, dass die Autofahrten unersetzbar sind, ist einfach nicht richtig. Schon 2008 vor der Mühlstraßensanierung wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, um die Auswirkungen der Sperrung zu berechnen. Die Zahlen waren so, dass der Ausweichverkehr in den Hauptverkehrszeit Dauerstaus erzeugt hätte. Es wurde extra kostenloses Park-and-Ride angeboten, das kaum einer genutzt hat und trotzdem kam es nicht in dem berechneten Ausmaß zu Staus. Und dies hatte der Verkehrsplaner auch vorhergesagt. Der Verkehr verdampft. Das ist ein lustiges Wort, aber das ist ein verkehrstechnischer Ausdruck. Wenn eine Autostraße da ist, dann wird sie genutzt, wenn nicht, dann eben nicht. Herr Häuser, Sie wissen ja gar nicht, was die Menschen auf den Ausweichrouten aushalten müssen. Doch, das weiß ich, denn ich bin einer, der dort wohnt. In den 90ern habe ich in der östlichen Herrenberger Straße gewohnt. Als die Politik und die Autoindustrie meinte, dass es dem Autofahrer unzumutbar sei, 500 Mark für einen Katalysator auszugeben. Das war morgens Stau und Gestank. Richtig ungesund. Jetzt wohne ich witzigerweise direkt an der Luftmessstation in der Derendinger Straße. Der Mehrverkehr ist für mich nicht wahrnehmbar. Von 6 bis 9 Uhr darf ich das Fenster nicht aufmachen. Lärm und Gestank vor dem Test des Neckarbrückenradwegs, während
und danach. Wir müssen den CO2-Ausstoß für das Klima reduzieren. Es soll sicherer im Verkehr zugehen und die Stadt soll lebenswerter werden, kommunikativer und demokratischer. Das geht nur, wenn der Autoverkehr auf ein gesundes Maß gebracht wird. Dafür müssen aber die Alternativen bereitet sein. Die Mühlstraße ist das größte Problemkind im Radverkehrskonzept der Stadt Tübingen. Wenn man da anfängt, wo es den Radverkehr am deutlichsten verbessert, ebenso den besseren ÖPNV ermöglicht und gleichzeitig das Auto verdrängt, dann ist die Maßnahme genau richtig. Der Verkehr in Tübingen muss innerhalb von 10 Jahren umgebaut werden. Mehr Fußgänger, mehr Rad, mehr ÖPNV, weniger Auto. Ich rede hier nicht von keinen Autos, weniger. Mit dem zentralen Omnibusbahnhof wird gerade ein Anfang gemacht. Der Radweg auf der Neckarbrücke ist der nächste Baustein. Je besser das Zentrum auf den Verkehr von morgen vorbereitet ist, desto einfacher sind dann ähnliche Maßnahmen auch in den anderen Stadtteilen umzusetzen. Es geht nur um einen Radweg. Der wird durch diese Bürgerbefragung zu einem Symbol für folgende Frage. Wollen wir Tübinger eine moderne, menschengerechte Mobilität oder wollen wir im Alten verharren? Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Das war jetzt also, wie Sie gemerkt haben, das Pro-Plädoyer. Und jetzt kommt das Kontra-Plädoyer. Frau Goldstein für das Forum Alte Weberei und Herr Lubares. Bitte schön. Also erstmal vielen Dank, Herr Palmer. Möchte ich sagen, wir sind jetzt hier gar nicht so die harte Kontra-Fraktion. Das ist uns erstmal wichtig, sondern uns geht es eher um die Auswirkungen dessen, was hier geplant ist. Und wir haben vereinbart, oder ich habe darum gebeten, dass bevor Michel Lubares hier mit Fakten und Daten kommt, dass ich ein ganz kurzes persönliches Statement abgeben darf. Ich bin am 2. Dezember 2017 in die Alte Weberei gezogen. Ich habe vorher sehr ländlich gewohnt und ich wollte auch genau dahin. Ich finde es nämlich toll da. Ich habe das besichtigt im August. Ich habe einen großen Spielplatz gesehen. Ich habe viel Wohnbevölkerung gesehen. Ich habe eine tolle soziale Durchmischung gesehen. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist super da. Ich bin am 2. Dezember eingezogen. Am 4. Dezember bin ich Montagmorgen um 4 Uhr geweckt worden von einem LKW. Das hat mich gewundert, da ist nämlich ein LKW-Durchfahrverbot. Okay, um 6 bin ich dann wieder geweckt worden und habe aus dem Fenster geguckt und da ist mir die ganze Tragweite bewusst geworden, was dort passiert und ich war sehr schockiert. Also ehrlich gesagt habe ich geheult, weil mir das in dem Moment klar war, wo ich dorthin gezogen bin. Und dort fahren täglich mehrere tausend Fahrzeuge und über 1000 LKWs, die da gar nicht durchfahren dürfen. Und ich hatte noch die Hoffnung, dass sich da was bessert. Das ist aber nicht so. Es wird immer mehr und es wird immer schlechter. Und ich bin jetzt aktiv auf Wohnungssuche. Und zwar nur deswegen, weil der Lärm und Gestank und Dreck und so weiter durch den Verkehr wirklich unerträglich ist, jedenfalls um dort zu wohnen. Und unsere Sorge ist einfach, dass durch das, was hier geplant ist, die Situation dort noch stärker wird. Und das ist unsere Kontraposition, nicht die Maßnahmen an sich. Und für die Fakten darf ich jetzt an Michel Lubares überreichen. Ja, vielen Dank. Wie Frau Goldstein gerade schon gesagt hat, möchten wir unseren Redebeitrag jetzt nicht als Gegenplädoyer missverstanden wissen. Wir sind eher so ein bisschen das Pro-U-Boot heute Abend. Grundsätzlich folgen wir natürlich der Argumentation von Herrn Palmer, der Stadtverwaltung und auch von Ihnen, dass die Maßnahmen, die jetzt hier auf der Neckarbrücke und in der Mühlstraße geplant sind, eine immense Verbesserung darstellen für die Anwohner und auch die Radfahrer, was jetzt Lebensqualität, Aufenthaltsqualität, Sicherheit und auch Gesundheit betrifft. Also da gehen wir mit und da sind wir auch völlig bei Ihnen. Nur wir hoffen halt, dass wir auch irgendwo beieinander sind, dass diese Verbesserung nicht zulasten von anderen Bezirken in der Stadt gehen darf, zumindest nicht massiv.
Und das ist auch im Moment genau der Knackpunkt, wo viele bei uns auch im Forum in der Arbeitsgruppe halt Zweifel haben. Es wurde ja genau, um diesen Sachverhalt zu klären, wurden diese Verkehrszählungen durchgeführt während des Verkehrsversuchs. Und es wurde im Fall der alten Weberei, bei den anderen Knotenpunkten weiß ich es nicht, wurden Messungen von 2015 zum Vergleich herangezogen. Jetzt ist es nur so, dass seit 2015 eine ganze Reihe von, sage ich mal, Umbaumaßnahmen, die den Verkehr eigentlich reduzieren sollen, stattgefunden haben in dem Gebiet Kusterdinger Straße und Nürtinger Straße. Also um einen kurzen Abriss zu geben, in der Kusterdinger Straße gibt es mittlerweile eine Verkehrsinsel, es gibt Radstreifen, es gibt eine Verengung an der Einfahrt zum Viertel. Es gibt in der Nürtinger Straße jetzt diese weißen Bänder auf der Fahrbahn. Es gibt den Blitzer, mit dem vielleicht auch der ein oder andere schon Bekanntschaft gemacht hat. Und es gibt den Kreisverkehr an der Gartenstraßenkreuzung. Plus weitere Umbaumaßnahmen im westlichen Teil der Nürtinger Straße, also im alten Teil, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und all das lässt uns halt daran zweifeln, ob diese Zahlen, die da gegenübergestellt wurden, tatsächlich so vergleichbar sind. Das ist das eine. Zum anderen haben wir im Jahr 2017 bereits weitere Verkehrszählungen durchgeführt. Das war im Februar und im März. Da sind etwa 5000 Fahrzeuge pro Tag im Schnitt rausgekommen, die jetzt schon irgendwo im Widerspruch stehen zu diesen 6300, die jetzt in der jüngsten Zählung festgestellt wurden. Also das ist irgendwo eine Diskrepanz, die wir uns nicht erklären können, wo wir auch jetzt nicht für uns sicher sagen können, okay, es wird definitiv nicht zu einer Mehrbelastung in der alten Weberei durch diese Sperrung kommen. Der Ortsbeirat Lustenau hatte ja darum gebeten, unmittelbar vor dem Verkehrsversuch doch bitte eine Zählung durchzuführen, damit wir wirklich auch zeitlich sehr gut vergleichbare Messungen halt gegenüberstellen können. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen es nicht stattgefunden hat, aber wie Frau Goldstein eingangs sagte, wir haben die große Sorge, dass wir hier eine Verschlechterung erleben werden, die wir sowieso erwarten, weil das Queckareal wird jetzt entwickelt, da werden sehr viele Menschen hinziehen, die Lustenauer Mühle wird entwickelt und die Firma Lieb wird auf den Traufäckern neben der Firma Hornbach eine Produktions- und Verkaufsfläche hinbauen und der Verkehr wird wahrscheinlich sowieso zunehmen da. Für uns ist die ganze Situation sowieso ein bisschen unverständlich im Viertel, weil wir in 500 Metern Luftlinie eigentlich eine Umgehungsstraße haben in Form der B27 und der Stuttgarter Straße. Und sowohl wir Anwohner als auch diese Messungen von 2017 sehr, sehr stark davon ausgehen, dass der Löwenanteil des Durchgangsverkehrs, wir reden immerhin von 1100 LKWs am Tag und 4.000 bis 5.000 PKWs in einem Wohnquartier, dass das der Großteil einfach Pendler sind. Schleichverkehr ist, also keine Nachbarn aus den Gebieten, genau, also keine Anwohner oder Nachbarn aus den Gebieten Gartenstraße oder Lustenau, um die es hier auch gar nicht geht, die haben selbstverständlich ein völlig legitimes Anliegen, da durchzufahren, sondern es ist wirklich größtenteils Schleichverkehr. Und unterm Strich kann man sagen, es ist eine Lose-Lose-Lose-Situation, zum einen für die Autofahrer, für die Pendler, die eigentlich durch diese Abkürzung durch die alte, also Kusterdinger Straße, Nürtinger Straße, durch die alte Weberei effektiv Zeit verlieren. Das haben wir mit etlichen Fahrten auch zu den Stoßzeiten nachgewiesen. Für die Anwohner natürlich, die viel Lärm und Abgase zu ertragen haben und auch für die Stadt selbst. Denn der Durchsatz, der Verkehrsfluss in die Stadt verbessert sich nicht dadurch, indem sie den Bypass durch die alte Weberei in die Nürtinger Straße machen, weil Nürtinger Straße und Stuttgarter Straße treffen sich halt eben vor der Stadtgrenze, vor dem eigentlichen Flaschenhals-Adlerkreuzung. Das heißt, der Durchsatz in die Stadt verbessert sich dadurch nicht. Es führt nur zu längeren Rückstaus auf die Stuttgarter Straße oder auf die B27. Von daher von uns der dringende Appell, wenn Sie es machen, falls es durchgesetzt wird, wir finden ja schon toll, dass es diese Antwortoption gibt in der Bürger-App, wo man ankreuzen kann in dieser Checkbox, wollen Sie eine weitere Verkehrsberuhigung in der Weststadt und auch in Lustenau. Der dringende Appell an alle, die auch mitstimmen werden, denken Sie bitte auch an uns, auch diejenigen, die dieses Projekt befürworten, diese Umstellung, dass wir, sage ich mal, da im Berufsverkehr nicht irgendwann völlig ersaufen. Ja, wir denken, es ist zumutbar, wie Sie es ja auch, Herr Palmer, vor ein paar Wochen schon sagten, in der Infoveranstaltung in Lustenau, es ist richtig zu versuchen, den Verkehr, diesen Pendelverkehr aus den Wohngebieten heraus auf die Hauptrouten zu führen. Und das ist so, sage ich mal, unser dringender Appell unter dem Strich.
Wie gesagt, ich persönlich befürworte die Umstellung. Ich glaube, das wird viel bringen. Aber es ist natürlich auch ein Vertrauensvorschuss, dass sich auch bei uns da irgendwo eine Verbesserung einstellt. Wir haben eigentlich in der alten Weberei eine Luxussituation mit dieser Umgehungsmöglichkeit. Das haben viele andere Gebiete leider nicht. Gucken Sie sich die Weststadt an. Aber wir haben die Umgehung vor der Haustür und eigentlich wäre es mal Zeit, was draus zu machen, auch in diesem Kontext mit der Mühlstraße. Und dann müssten wir eigentlich auch gar nicht darüber diskutieren, ob jetzt vielleicht kleinere Verdrängungseffekte in die alte Weberei stattfinden oder nicht. Das so von unserer Seite. Vielen Dank, weil Sie eine Frage gestellt hatten, warum wir nicht vorher gezählt haben. Das ist die Semesterthematik. Eine Zählung vor dem Versuch wäre außerhalb des Semesters gewesen und liefert viel zu niedrige Daten. Deswegen haben wir es nicht gemacht, aber wir holen es nach. Wir machen diese Zählung nachher. Wir haben ja jetzt wieder die Situation wie vorher. Und dann kriegen wir auch eine Antwort auf die Frage, was jetzt die Auswirkung der Verkehrsführung tatsächlich gewesen ist. Noch eine weitere Anmerkung. Wir haben ja auch einen Schluss gezogen. Unter Rückschlüsse hat Herr Sarkolidis dargestellt, dass wir nicht mehr wie im Versuch das Rechtsabbiegen aus der Gartenstraße durch die Mühlstraße weiter gestatten, sondern wir schlagen jetzt vor, wirklich die Einfahrt in die Mühlstraße für Autos zu verbieten. Das ist ein Unterschied. Und der macht für die Gartenstraße mit Sicherheit 500, 600 Autos aus. Und davon wird auch was bei Ihnen gefahren sein. Also mal als ein Lernprozess, das wir auch aus dem Versuch heraus ja, jetzt dann miteinander gemacht haben.